Mein Name ist Marcel Hartges. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Pieper Verlags zur Premierlesung von Jana Hensels neuem Buch Achtung Zone. Bedanken möchte ich mich vorab auch bei der Thalia Buchhandlung für die Organisation dieses Abends. Das Erscheinen dieses Buches ist auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten nicht ganz zufällig. In diesem Jahr jährt sich zum 20. Mal der Fall der Mauer. Es wird zahlreiche Publikationen geben. Ich glaube, ich verspreche nicht so viel, wenn ich sage, das Buch von Jana Hensel wird in mancherlei Hinsicht herausfallen aus dieser Reihe. Es geht in diesem Buch nicht um die Bestätigung des schon oft Gesagten, die neuerliche Besingung der Heldentaten, sondern gerade um die Dinge, die nicht gesagt worden sind und die, möchte ich behaupten, behauptet auch die Autorin, nicht gesagt werden dürfen. Manches an der Geschichtsschreibung ist und darf offenbar nicht so erzählt werden, wie es wirklich war. Es beginnt schon, sehr spektakulär, mit dem 10. November 1989, als Willy Brandt, oft zitiert, auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses gestanden hat und gesagt haben soll, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass dies der meistzitierte Satz zur deutschen Einheit ist. Das Dumme ist nur, dieser Satz ist nie gesagt worden. Dieser Satz ist nachträglich in die Rede von Willy Brandt hineinredigiert worden. Und zu diesem Anlass hat er ihn nicht gesagt. Und diese Dinge, dass vieles einfach kaschiert worden ist, weil es eben so sein soll und erwartet wird, dass die Deutschen wieder wie eine Familie zusammenkommen, deswegen werden einfach bestimmte Dinge nicht geschrieben, nicht gesagt, und wer sie sagt, muss mit Anfeindungen rechnen, und es wird auch sicher so sein, in einem Fall konnten wir es schon erleben, dass das Buch von Jana Hensel Kontroversen auslösen wird. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und sich selber einen Eindruck verschaffen wollen und können heute Abend. Bitte schön, Jana Hensel. Ja, es ist ein Wahnsinn, so lange. Premierenlesungen sind etwas Eigenartiges, weil sie sehr wichtig sind für einen selbst und auch für das Publikum und für den Verlag und so weiter und so weiter. Heute sind viele Freunde von mir da und auch viele Leute, die mir bei dem Buch und bei der Arbeit am Buch geholfen haben. Gleichzeitig ist es aber für mich als Autorin ganz eigenartig, weil ich Ihnen jetzt einen Text vorlese, der ja eigentlich mir ähnlich fremd ist wie Ihnen oder den ich ähnlich eigentlich zum ersten Mal höre. Ich gehöre nicht zu den Autoren, die sich beim Lesen ihre Texte, beim Schreiben ihre Texte laut vorlesen. Und insofern bin ich genauso gespannt, wie Sie hoffentlich sind, wie sich das alles anhört eigentlich, was ich in den letzten anderthalb Jahren in meinem Büro über der Autowerkstatt und unter dem Probenraum einer Opernsängerin zusammen beschrieben habe. Der Anlass dieses Buches, und Marcel Hartges hat es gesagt, lässt sich nicht verhehlen, das ist der 20. Jahrestag des Mauerfalls. Ich beobachte schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, wie sich die Erinnerung an die DDR, die Erinnerung an den Mauerfall, das Erzählen über diesen Mauerfall immer weiter verfestigt hat, kanonisiert hat, ja nahezu in Klischees sozusagen nicht erstickt wurde, es zu übertrieben, aber doch sich sehr ein klischeehaftes Sprechen über den Osten und über diese friedliche Revolution mit den Jahren ergeben hat. Ich bin aus Leipzig, kaum dass die Mauer gefallen ist, hat Leipzig sich eine Heldenstadt genannt, und ich bin mit dieser Art von Selbstmystifikation, die sozusagen sich anschloss, aufgewachsen und fand schon eigentlich damals
dass es zu wenig oder sehr wenig zu dem passte, wie die Zeit eigentlich verlief und was wir erlebt hatten. Ich fand eher, dass sie ungeordnet war, diffus, schmerzhaft für viele, dass einiges durcheinander ging. Und ich finde, wenn wir heute, 20 Jahre danach, zurückschauen, müssen wir uns eigentlich viel eher die Frage stellen, was hat mit 89 angefangen. Wenn wir über 89 reden, dann erscheint es immer als ein Endpunkt einer Entwicklung. Also wir erinnern uns an die letzten Jahre der DDR, alles läuft zwangsläufig auf den Zusammenbruch zu. Und mich interessiert eigentlich die Frage, was hat mit 89 angefangen, weil ich glaube, dass es nicht nur für mich, sondern eigentlich für die Großteil der Ostdeutschen tatsächlich ein Anfang war, ein Neuanfang. Also ist dieses Buch der Versuch, dieses Gedenkjahr produktiv zu nehmen und eine Geschichte der Gegenwart oder eine Bilanz der sogenannten Nachwende zu versuchen. Ich lese Ihnen das Buch als 6 Kapitel. Das erste beschäftigt sich eben mit dem Motto der Einheit, also mit dem, wie wir die deutsche Einheit eigentlich denken. Das zweite Kapitel untersucht die These, warum ich glaube, dass der Osten keine Sprache hat. Das dritte Kapitel behandelt das Erbe der Revolution, was ich glaube, dass ein verschenktes ist. Dann erzähle ich zum ersten Mal zusammenhängend und auf sehr großem Raum, und es ist eigentlich eine Art Buch im Buch geworden, die Auseinandersetzung von Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe, weil ich sie für eine ganz zentrale Geschichte der Nachwende halte und weniger die private Auseinandersetzung der beiden, sondern eigentlich eher die gesellschaftliche Debatte, die sich daran anschloss, und die Frage, warum sind beide derart zu Synonymen für etwas geworden und Synonymen für was. Das fünfte Kapitel erzählt die Geschichte der vietnamesischen Vertragsarbeiter. Eine Geschichte, die ich auch immer vermisst habe, weil sie doch irgendwie die größte Gruppe in der DDR waren und ich jeden Tag bei ihnen einkaufen gehe und mich immer gefragt habe, wer sind diese Leute eigentlich, bei denen ich jeden Tag mein Obst und Gemüse einkaufen. Und das letzte Kapitel geht noch einmal über die Zonenkinder, und ich werde Ihnen aus 3 Kapiteln jeweils Teile vorlesen.